So sieht es aus, wenn meine russische Freundin kocht. Das ist jetzt im Ofen gebacken. Viel Gemüse, bisschen Kartoffel, Hähnchenfleisch, ne? Also Blumenkohl, Brokkoli, Tomate, Macht nichts. Möhren, Kartoffeln, Paprika und Zucchini, ne? Also sieht richtig lecker aus. Das denke ich mal, wird auch so schmecken. Risotto machst du. Oi, Risotto. So sieht das jetzt aus auf dem Teller und auf dem Balkon. Ne, da sind noch ein bisschen Gewürze, Kurkuma, Pfeffer, Somal und Sirup von hier, da diesen Apfel, ne, ich weiß nicht mal hier, diesen Pomeranz, diesen türkischen Apfel, ne, fällt mir das mal unbedingt ein. Aber dann lassen wir es mal schmecken. Hier so bei dieser schönen, herrlichen Aussicht, ne, den Vogelgezwitscher, Sonnenschein, aber wir sitzen im Schatten. Und wir sind nicht der prallen Sonne ausgesetzt. Na dann kann ich nur sagen, ne? Für uns erstmal guten Appetit. Rana, Rana. Heute werde ich wieder verwöhnt mit russischer Küche. Oh, ich bin ja gespannt, wie das ausschaut, wenn das fertig ist. Sieht erstmal lecker aus. Oh, das brutzelt vor sich hin und das duftet lecker, herrlich. Ich liebe diese russische Küche. Kische Küche ist ja. Jetzt geht Deutsch. Warte mal, ich komme noch. Ich wurde eben aufgeklärt, dieses Gericht ist keine russische Küche, das ist türkische Küche. Okay, dann essen wir türkisch heute. Achso, Kräuter ein bisschen noch. Kräuter kommt noch rauf. Aber ansonsten hier mit Reis, ne, Auberginen. Belegt mit bisschen gehackten, kleine gehackten Klopse dazu. Ne? Aber sieht euch mal gut aus. Also, ich mag das. So sieht das fertig aus. Alles okay. Schön. Also duften tut das super, ne? Wenn es auch so schmeckt, wie es duftet. Herrlich, fantastisch. Also ich muss sagen, das Mittag war lecker, war richtig gut. Ne? Also türkisches Essen. Hat Larissa gut hingekriegt. Hat sie gut gemacht. Ja, Auberginen mit gehackten, ja, und Gemüse und Kräutern. Vernünftige Würze, ordentlich Zwiebeln mit Reis. Klasse. Super. Ihr Frühstück à la Herbert. Aus der Fantasie heraus. Ja. Hähnchenfleisch ganz klein geschnitten. War vorher vom Fleischer so in Schnitzel geschnitten. In der Pfanne ein bisschen angebrutzelt. Dann Möhren fein geschnippelt, dazu eine grüne Paprika fein geschnippelt dazu und kleine Tomaten fein geschnippelt dazu. Davon Reis von der letzten Reismahlzeit, der im Kühlschrank war, dazu alles schön gewürzt mit Kurkuma, bisschen Salz und schwarzen Pfeffer. So, noch ein bisschen ziehen lassen, ein bisschen durchrühren und dann müsste es fertig sein. Fleisch wurde angebraten, ein bisschen Sonnenblumenöl gemixt mit Olivenöl, alles auf kleiner Flamme, damit das Olivenöl nicht verbrennt und auch damit das Gemüse, ne, bissfest bleibt, damit das nicht so weich, so matschig wird. Denn wenn das Gemüse so weich, matschig ist, ne, dann ist ja nichts mehr Gutes dran, ne? Dann kann man es gleich in eine Mülltonne schmeißen. Aber so, alles gut. So, jetzt gibt es Frühstück à la Herbert mit einem asiatischen Touch. Ne? Und das bei dem Blick auf die Berge. Ne? Und die Sonne strahlt. Ist doch schön. Was habe ich natürlich vergessen zu sagen? Ein paar kleine Tomaten sind natürlich auch reingeschnipselt. Ne? Das gehört dazu. Larissa hat mal wieder gekocht. Sieht lecker aus. Und auch der Salat mit dem Portokal. Nicht Portakal, Portalak. Und den Fisch, da war Larissa extra zum Fischladen hin. War bei der Wärme, war richtig verschwitzt, als sie wiederkam. Naja, der Fischladen ist eine Ecke weg, aber kann man zu Fuß gut laufen. Oh, so, und jetzt guten Appetit.